willkommen, meine Damen und Herren. Das hier ist Deutschlands Superhirn im ZDF. Schön, dass Sie dabei sind, hier im Studio und natürlich auch zu Hause. Ich freue mich sehr. Wie der Titel der Sendung schon sagt, geht es heute Abend um unser Gehirn. Es ist das komplexeste Organ, das die Natur jemals erschaffen hat. Und wir können damit eine ganze Menge. Und das wird uns auch zum Teil unsere Expertin des heutigen Abends erklären. Hier ist Christiane Stenger. Du bist mehrfache Junior-Weltmeisterin im Gedächtnissport. Du bist eine Top-Gehirntrainerin und du hast einen IQ von 145. Was heißt das denn? Also der IQ ist tatsächlich nur so ein Orientierungswert, was die intellektuellen Leistungsfähigkeiten betrifft. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen vorstellen wie ein Glas, das jeder mitbekommt. Also manche haben ein größeres Glas, manche haben ein kleineres Glas. Manche haben volles Glas oder genau, leeres und es Glas. Kommt, genau, und es geht eben gar nicht um die Größe des Glases, sondern es kommt tatsächlich auf den Inhalt an und wie man eben sein Glas füllt. Und deswegen ist es wie so oft im Leben einfach so, dass nicht unbedingt Talent oder das mögliche Potenzial den Meister macht, sondern eben vor allem die Übung. Und wir trainieren es tatsächlich dadurch, dass wir neu machen, uns anstrengen. Alles, was anstrengend fürs Gehirn ist, ist eben auch ein super Gedächtnistraining und hält uns dann auch fit. Gibt es denn eigentlich einen Unterschied zwischen den Gehirnen eines Mannes und einer Frau? Anatomisch gibt es Unterschiede. Zum Beispiel ist das männliche Gehirn etwas größer, also ein bisschen schwerer, so knapp 1,5 Kilogramm. Frauengehirne sind ein bisschen leichter. Dadurch, dass das Gehirn des Mannes schwerer ist, ist ja nicht unbedingt mehr drin. Nee, das muss gar nicht sein. Also zum Beispiel Einstein hatte ein besonders kleines Gehirn. Das war nur ungefähr 1200 Gramm. Also Masse bedeutet nicht gleich Klasse. Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Bin ich sehr, sehr froh, meine Damen und Herren, dass unsere erste Kandidatin des heutigen Abends ganz viel Klasse hat. Sie ist eine Frau und sie heißt Fabienne Hesse. Schauspielerin und Synchronsprecherin Fabienne Hesse hat ein außergewöhnliches Talent. Also wer bist du? Und wehe, du lügst. Ich bin Fabienne Hesse. 34 Jahre alt und ich verstehe jedes Wort, ohne es zu hören. Fabienne kann Lippen lesen und sie will klassische Opernarien nur am Lippenlesen erkennen. Wie soll das gehen? Da gibt es ja ganz prägnante Arien. Da kann man halt ganz genau sehen, aha, das kann nur das und das sein, weil die Mundbewegung wahnsinnig geöffnet ist. Und bei einem anderen Stück erkenne ich das sofort, weil der Mund da relativ schmal und sehr, sehr geschlossen ist. Haben Sie was verstanden? Nein, es geht natürlich auch nicht. Aber das ist die Welt durch Fabiennes Augen. Still und lautlos. Dabei hört und sieht sie aber alles. Warum? Das zeige ich Ihnen jetzt, denn wir besuchen sie bei der Arbeit. Und das ist in einem Kölner Synchronstudio. Rotlicht heißt ja bekanntlich reingehen. Hallo. Ich wollte dich ehrlich gesagt bei der Arbeit besuchen, nicht stören. Was machst du denn? Ich synchronisiere gerade eine Szene. Was gefällt dir denn ganz besonders gut am Synchronsprechen? Ich kann ganz, ganz viele verschiedene Rollen sprechen. Und letztens habe ich eine gebärende Frau gesprochen. Fabienne. Oh mein Gott. Jetzt aber ins Wasser. Da sind keine Haie. Ach, Quatsch. Zack, bitte. Bitte. Verlass mich nicht. So zum Beispiel. Halleluja. Das scheint gar nicht schwer zu sein. Ich glaube, das kann ich auch. Du bist eine Frau und ich ein Mann. Ich bin hier, um dich zu lieben. Ja, fand ich gut. Sehr gut. Machst du das auch gerne im Alltag? Ich beobachte gerne mal Pärchen. Und wenn die dann irgendwie so miteinander streiten, dann gucke ich genau auf die Lippen. Dann sehe ich genau, was die Frau gerade zu dem Mann sagt oder andersrum. Ich habe ja gehört, du bist eine, sag ich mal, sehr passionierte Autofahrerin. Auch das. Ich bin generell ein sehr ungeduldiger Mensch, mit mir selber auch. Und wenn dann jemand vor mir fährt wie eine Schnecke, oh, und dann kommt der nicht zu Potter. Das macht mich und dann Wahnsinn. Wird geschimpft. Oh, dann wird richtig geschimpft. Da bin ich mal gespannt, wie sich Fabienne im Auto benimmt. Auf zu einer kleinen Spritztour. Du musst dich nicht festhalten. So schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Oh, nur eine Runde.
Aber fahr doch ein bisschen schneller noch an die Ampel ran. Ja, ich habe gute Bremsen. Ich will hier raus. Können Sie meine Lippen lesen? Hilf! Nein, das kann nur ich. Dann übersetzt, was ich sage. Ich will nicht mehr sitzen, oder? Ja, sehr gut übersetzt, sehr gut übersetzt. Ja. Ich weiß nicht wie, aber auch diese Fahrt habe ich zum Glück überlebt. Und Fabienne muss jetzt genau hinschauen. Ich werde Deutschlands Superhirn, weil keiner solche Adleraugen hat wie ich. Also Adlerauge, sei wachsam und vor allen Dingen schneide dich an. Ich habe es selber erlebt. Hier ist die Dame, die zum Lippenlesen in die Oper geht, Fabienne Hesse. Fabienne, wir sind alle froh, dass du nicht mit dem Auto hier ins Studio reingefahren bist. Du hast es geschafft. Erzähl mal ganz kurz, Lippenlesen in der Oper. Was sind da jetzt auch die Schwierigkeiten? Weil du machst es ja in unterschiedlichen Sprachen. Wie bist du darauf gekommen und was hat dich sozusagen daran gereizt auch? Naja, durch das Synchronsprechen muss ich einfach den Schauspielern am Bildschirm halt einfach besonders gut auf den Mund gucken und ich habe mir halt gedacht, das ist doch sicherlich auch in der Musik möglich. Und die Schwierigkeit bei einer italienischen Oper ist natürlich darin, dass ich die Sprache selber auch gar nicht spreche. Also eine deutsche Oper zu erkennen, ist deutlich einfacher als eine italienische. Dann wollen wir mal direkt loslegen, würde ich sagen. Kommst du mit mir in die Oper? Ja. Wunderbar. Kommen Sie bitte mit. Danke. Frau Hesse. Ich erkläre ganz kurz mal, was jetzt gleich passiert. Hier auf dieser Wand wird es gleich 50 verschiedene Lieder und Arien aus Opern, Operetten und Oratorien zu sehen geben, die unsere Sängerin extra für Deutschlands Superhirn eingesungen hat. Die rotieren wir gleich wild durcheinander. Und wenn ich dann mit diesen Becken schlage, dann stoppt unsere Rotation und wir sehen dann ein Bild und du musst rein an den Lippenbewegungen erkennen, um welches Stück es sich dabei handelt. Wird Fabienne Deutschlands Superhirn? Fabienne Hesse behauptet, ich kann 50 klassische Musikstücke an den Lippenbewegungen einer Opernsängerin erkennen. Und das sind die Regeln. Du musst 5 aus 50 klassischen Musikstücken nur durch Lippenlesen erkennen. Du musst Titel, Werk und Komponist wiedergeben. Du darfst dir jedes Musikstück ein zweites Mal ansehen, wenn du das musst. Du darfst ein einziges Musikstück schieben und du darfst keinen Fehler machen. Wenn du einen Fehler machst, hast du die Aufgabe nicht geschafft. Und du willst natürlich heute Abend Deutschlands Superhirn werden und auf der anderen Seite 25.000 Euro damit nach Hause nehmen. Also eine stolze Summe. Du bist bereit? Ich bin bereit. Dann legen wir los. Deutschland Superhirn, Fabienne Hesse. Hier kommt gleich das erste Stück. Wir fangen an mit der Rotation. Musikstück Nummer 1. Also, das ist definitiv kein deutsches Stück. Das ist ein italienisches Stück, und zwar Amami Alfredo aus La Traviata von Giuseppe Verdi. Wie bitte? Amami Alfredo. Du bist dir sicher? Ja. Ja, das wollen wir natürlich einmal prüfen. Und deswegen sage ich, wir hören einfach mal rein in dieses Musikstück. Oh,
Ach, war das schön. Alles komplett richtig. Vielen Dank an Esther Hilsberg und die Kölner Symphoniker unter der Leitung von Inga Hilsberg. Toll. Okay. Okay. Bereit? Ja. Los geht's. Ah, Entschuldigung. Das war laut. Das ist auch kein deutsches Stück. Das ist aus. Es ist ein italienisches Stück. Und zwar O mio bambino caro von Giacomo Puccini. Aus Gianni Schicchi. Dann hören wir mal rein. Es ist alles richtig, meine Damen und Herren. Wunderschön. Ach. Vielen Dank. Musikstück Nummer 3. Das ist diesmal deutsch. Und zwar Mein Herr Marquis aus Die Fledermaus von Johann Strauss. Mein Herr Marquis, ein Mann wie Sie. Dann freue ich mich, noch einmal diesen tollen Klängen zu lauschen. Mein Herr Marquis, ein Mann wie Sie, so ganz alles versteht. Darum rate ich, ja genau weiß ich, die Leute anzusehen. Die Hand ist doch wohl gar zu fein, ja. Dies Füßchen so zierlich und klein, ja. Ach, dieses kokette Lachen. Vielen Dank. Musikstück Nummer 4, los geht's! Und bitte. Also das ist tricky, weil das ist ein Ave Maria und da gibt's ja mehrere von. Mhm. Und es gibt eins von Schubert und eins von Verdi. Das ist es aber nicht. Das müsste das von Bach Gounod sein. Ja? Ave Maria, gratia plena. Oder? Doch, 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 doch. Wir hören rein. Alles richtig. Großartig. Nummer 4 mit Bravour gemeistert. Jetzt geht's ans Eingemachte, also volle Konzentration und wir starten noch einmal. Oh. Nur, dass du nicht einschläfst. Ja, keine Sorge, das passiert schon nicht.
Gut, Musikstück Nummer 5. Los geht's. Ja. Was ich schon mal sagen kann, ist, es ist ein deutsches Stück. Und die ist ganz schön sauer. Ja, das ist. Sie ist sehr aufgebracht. Weil das ist aus Die Zauberflöte, der Hölle Rache von Wolfgang Amadeus Mozart. Okay. Musikstück Nummer 5. Fabienne. Schaffst du's oder schaffst du's nicht? Hier kommt's. Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen. Fantastisch. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren, unsere Sängerin Esther Hilsberg. Vielen Dank an Inga Hilsberg und natürlich die Kölner Symphoniker. Das ist Ihr Applaus. Danke Ihnen. Dankeschön. Ah, großartig. Sehr gut. Fabienne, herzlichen Glückwunsch. Danke. Bitte einmal Platz nehmen auf unserem Kandidatensofa. Wir sehen Fabienne natürlich heute noch mal wieder, denn all unsere Kandidaten, die es schaffen, ihre Aufgabe zu bewältigen, die dürfen auf diesem Sofa Platz nehmen. Und für die geht es natürlich nachher um 25.000 Euro. Übrigens geht es heute bei Deutschland Super nicht nur in die Oper, sondern auch auf den Tennisplatz der Juniorenabteilung. Sarah aus Berlin ist gerade mal 10 Jahre alt und behauptet, ich kann alle Wimbledon-Finalspiele seit 1990 komplett aufsagen. Und sie ist zusätzlich auch noch cool drauf. Also freuen Sie sich auf sie. Außerdem, Melanie Höllein lernt die Bewohner einer ganzen Straße kennen und merkt sich mit vollstem Körpereinsatz ihre intimsten Geheimnisse. Und unser nächster Kandidat ist sowohl bei Weltmeisterschaften im Kopfrechnen am Start als auch beim Gedächtnissport. Ich möchte ihn gerne vorstellen. Er heißt Johannes So. Johannes So. Dieser 19-Jährige ist einfach unglaublich. Mein Name ist Johannes Zo, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Frankfurt am Main. Ich studiere Jura und zwei meiner größten Hobbys sind Kopfrechnen und Gedächtnissport. Während Johannes in Windeseile die kompliziertesten Wurzelaufgaben berechnet, kann er gleichzeitig auch noch sein Gedächtnis zur Höchstleistung bringen und sich Gegenstände einprägen. Aber wie geht das? Dies verlangt natürlich höchste Konzentration, weil ich mich natürlich auf beide Sachen gleichzeitig ein bisschen konzentrieren muss und dementsprechend dann in einem Tunnel bin. Dieses Superhirn muss ich kennenlernen. Deswegen geht's los in die Finanzhauptstadt Deutschlands, Frankfurt am Main. Johannes behauptet, er kann zwei Dinge auf einmal. Und damit wäre er der erste Mann, den ich kennenlerne, der das auch wirklich beherrscht. Moin, Johannes, freut mich sehr. Johannes ist jetzt ja ein typisch deutscher Name, aber deine Wurzeln liegen in China. Deine Eltern sind Chinesen. Was verbindet dich mit China? Ich bin hier aufgewachsen und fühle mich auch deutsch. Als ich dann vor 3 Jahren das erste Mal in China war, war das für mich natürlich auch fremd, aber dennoch vertraut, weil ich natürlich zu Hause mit der chinesischen Kultur aufgewachsen bin. Neben diesem Riesentalent, das du ja auch fürs Rechnen hast, fürs Merken, liebst du Bücher. Genau, also das Tolle am Lesen ist, dass es unendlich viele Bücher gibt und dass es praktisch nie langweilig wird. Häufig ist es so, dass ich 2, 3 Bücher parallel lese, mal was Naturwissenschaftliches und das andere ist dann ein Roman. Unglaublich, aber wahr. In den letzten 2 Monaten hat Johannes 23 Bücher gelesen. Zum Entspannen spielt er Tischtennis. Du forderst mich ganz schön, aber jetzt, Johannes, ist es mal Zeit, dich zu fordern. Du kannst ja 2 Sachen zur gleichen Zeit, ne? Genau. Der Härtetest. Hirnaufgabe 1. Wie oft springt der Ball auf? Aufgabe 2. An welchem Wochentag betrat Neil Armstrong den Mond? Die Mondlandung. Datum ist der 21. Juli
1969. Oh. Das waren 18 Aufditscher und das müsste ein Montag gewesen sein. Oh. Ey, cool! Ich freue mich auf dich beim Superhirn. Ich mich auch. Und ich bin gespannt, ob du die Challenge auch schaffst. Suni Hao Jun. Ich meine, viel Glück, Johannes. Ich werde Deutschland Superhirn, weil ich die Kombination aus Rechnen und Memorieren perfekt beherrsche. Ich würde mal sagen, rechnen können und sich an alles erinnern, das bedeutet schlechte Karten für eine Karriere in der Politik, meine Damen und Herren. Hier ist Johannes Zoo. Hallo Steven. Moin, mein Lieber. Nimm bitte Platz. Johannes, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Deutschland Superhirn. Johannes, du hast gesagt, du studierst Jura. Das ist ja dein Ding. Was findest du daran spannend? Also ich finde einfach die rechtlichen Fragen interessant, wie man an verschiedene Fälle herangeht und wie man die bearbeitet. Natürlich wird oft gesagt, dass es bei Jura darum geht, ja, Paragraphen auswendig zu lernen, aber das ist natürlich nicht der Fall. Und trotzdem helfen natürlich aber die Gedächtnistechniken dann bei verschiedenen Definitionen, wenn man sich die einprägen muss. Und auch bei den Haftstrafen, ne? Da kannst du dir Zahlen gut merken von 1 bis... Genau. Das ist auch immer ganz wichtig. Und so ein Falllösen hat ja auch ein bisschen was mit Mathematik zu tun, oder? Man muss ja ähnlich genau, strukturiert vorgehen. Genau, dass man halt systematisch an eine Sache herangeht. Und das ist das Gleiche auch bei meiner Aufgabe, dass ich da systematisch alles durchgehe. Wir beide machen uns jetzt mal auf den Weg. Einmal hier auf unseren Stuhl. Das ist wirklich beeindruckend, was du gleich Unfassbares vorhast. Und ich erkläre ganz kurz, was du da machst. Über unser Kofferband hier vorne laufen gleich nacheinander 20 Koffer. Als erstes wird eine Lautsprecherstimme jeweils eine Zahl mit 6 Stellen nennen. Johannes merkt sie sich und wird später dann daraus die Wurzel ziehen. Denn nur mit dem richtigen Ergebnis kann er dann auch anschließend das Zahlenschloss an dem jeweiligen Koffer öffnen. Gleichzeitig werden wir den Koffer durchleuchten und Johannes merkt sich noch 3 Gegenstände, die in diesem Koffer drin sind. Wird er Deutschlands Superhirn? Johannes Zoo behauptet, ich kann mir den Inhalt aus 20 Koffern merken und gleichzeitig eine Zahlenkombination errechnen, um die Koffer zu öffnen. Und das sind die Regeln. Er muss sich gleichzeitig 3 Gegenstände in jedem der 20 Koffer merken. Er muss dabei die Wurzel einer 6-stelligen Zahl ziehen. Er muss 5 Koffer öffnen und den Inhalt korrekt wiedergeben. Er darf einen Koffer bei der Auflösung schieben, aber er darf keinen einzigen Fehler machen. Sie sehen schon, Johannes ist mittlerweile in seiner Konzentrationsphase. Und Sie zu Hause dürfen sich jetzt auf fachkundige Kommentare freuen von einem Mann, der Sie schon alle vor dem Mikrofon hatte, ob Fußballspieler oder Gedächtnissportler. Er ist selber ein wandelndes Brain. Hier ist unser ZDF-Kommentator Norbert König. Herzlich willkommen, Norbert. Vielen Dank, Steven. Ja, ich habe extra zur Vorbereitung eine Wurzelbehandlung machen lassen bei meinem Zahnarzt. Und jetzt kann ich jede Wurzel ziehen von 4 bis, ich muss auf den Zettel gucken, 99.856. Aber es zählen ja die 6-stelligen Zahlen, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Und die Gegenstände im Koffer. Ich bin gespannt, was passiert. Vielen Dank, Norbert, dass du mitmachst. Und ich warte jetzt im Prinzip auf ein Zeichen von Johannes, dass wir starten. Ich wäre bereit, ja. Dann geht es jetzt für dich los, viel Erfolg. Drei, sieben, sechs, neun, neun, sechs. Ja, also Taschenrechner raus, liebe Zuschauer. Und natürlich den Stift, um zu notieren, was drin ist. Krone und Handschellen und ein kleiner Ball. Natürlich hat Johannes die Zusammenstellung der Gegenstände in jedem Koffer vorher nicht gesehen. Eins, zwei, eins, eins, null, vier. Die Wurzel aus dieser Zahl ist der Code für das Schloss am Koffer mit der Nummer 2. Jetzt wird's handwerklich. Erzenständer, Schraubenschlüssel und Megafon.
9, 6, 4, 3, 2, 4. Keine Ausbildung gemacht im Sicherheitsbereich am Frankfurter Flughafen. 3, 3, 7, 5, 6, 1. Die sechsstellige Zahl. Wie lautet die Wurzel aus dieser Zahl? Das ist meine erste Information, die ich mit diesem Koffer verknüpfe. Jetzt muss ich schauen, was ist drin? Ein Schloss, ein Karabinerhaken und ein Flaschenöffner. 7, 6, 5, 6, 2, 5. Das ist schon eine Riesenaufgabe. 20 Koffer, 20 sechsstellige Zahlen. Hier sehen wir eine Säge, ein Stethoskop und einen Tauchsieder. 5, 3, 2, 9, 0, 0. Und jetzt sind wir beim sechsten Koffer von 20. Schraubzwinge, ein Herz und ein Spiralblock. 9, 4, 8, 6, 7, 6. Zitruspresse, Becher und eine Gießkanne. 2, 1, 1, 6, 0, 0. Den Eiffelturm. Löffel. Eine Triangel. 4, 9, 5, 6, 1, 6. Was für eine Aufgabe. Wir sind noch nicht mal bei 50%. Es ist der 9. von 20 Koffern. Die anderen 8 muss er schon gespeichert haben. Das ist die Thermoskanne, 2 Bananen und der Hirsch. 1, 0, 1, 1, 2, 4. Eine Hantel, ein Hufeisen, eine Etagere. 9, 7, 2, 1, 9, 6. Die Wurzel aus dieser Zahl ist der Code für das Schloss am Koffer mit der Nummer 11. Eine Ananas. Eine Zange und ein kleiner, na, könnte eine Kelle sein. 4, 9, 2, 8, 0, 4. Neun, vier, vier, sieben, acht, vier. Glückskoffer mit der Nummer 13. Da haben wir aber die Ente, die Pfanne und den Pokal. 8, 0, 1, 0, 2, 5. Nummer 14. Akkuschrauber, Fernglas, recht technisch. Ein Hammer. 1, 3, 8, 3, 8, 4. Also, auch inhaltlich im doppelten Sinne wirklich anspruchsvoll, was die 20 Fluggäste da transportieren. 2, 6, 6, 2, 5, 6. Koffer Nummer 16. Schlüsselbund, Bürste, Schlittschuh. 7, 9, 7, 4, 4, 9. Es geht Richtung Ziel. Das Bild verschwindet. Das nächste kommt. Der Herr aus dem Orchester hat sein Saxophon abgegeben, ein Modellauto und ein kleines Peace-Amulett. 3, 7, 9, 4, 5, 6. Also, ich denke, wir hätten schon bei 3 Koffern unsere Schwierigkeiten. Wenn es dann doch um so sehr spezielle Gegenstände geht. Da wird einer in der Ferienwohnung logieren mit dem Topf, hängt sein Hemd in den Schrank und spielt Xylophon.
7, 6, 9, 1, 2, 9. Haben Sie noch schön mitgeschrieben? Einmal 19 sind 57 Dinge. Eine Fanfare, schlichte Gabel und eine Flasche. Eins, zwei, drei, zwei, null, eins. Es wird sich wie bei allen anderen Koffern eine dreistellige Zahl ergeben, als Zahlencode für das Zahlenschloss des Koffers. Also, der Tischtennisfreund jetzt. Ist er vielleicht auch schon an der Grenze. 20 Koffer. 60 Informationen. Johannes konzentriert sich jetzt noch ein bisschen. Und Christiane, du gehst jetzt bitte einmal ins Publikum und lässt dir 5 Kofferanhänger reichen. Und diese Koffer werde ich hier hinten raussuchen. Genau, während Steven sich jetzt in der Kofferabteilung rumtreibt, brauche ich jetzt ein paar Kofferglücksfeen. Darf ich Sie direkt mal bitten, mir einen Koffer zu geben? Genau, Sie auch. Einmal nochmal kräftig durchmischen. Perfekt, vielen Dank. Einmal noch kräftig durchmischen. Vielen lieben Dank. So, Christiane, was ist denn los? Ja, jetzt geht's los hier. Denn wir brauchen jetzt den ersten Koffer. Und der Koffer trägt die Nummer 12. Okay, der nächste Koffer hat die Koffer Nummer 4. Und jetzt möchte bitte Koffer Nummer 9 aus dem Kofferparadies abgeholt werden. Jetzt fehlt noch Koffer 19. Koffer Nummer 19. Der letzte Koffer hat die Nummer 20. Vielen Dank. Ich wäre bereit. Wunderbar. Johannes, dann komm bitte zu mir. Und du darfst mir jetzt sagen, welche Koffer ich da rausnehmen soll. Dann würde ich einfach mit der 20 beginnen. Wunderbar, dann legen wir die 20 einmal hier hin. Die dazugehörige sechsstellige Zahl war 12 3201. Die Wurzel daraus. 351 sein. Gut, hier ist das Schloss. Johannes sagt 3, 5 und 1. Johannes, jetzt möchte ich natürlich wissen, was ist in diesem Koffer drin? Ein Brotmesser, eine Gitarre und eine Schere. Brotmesser, Gitarre und Schere. Und Brotmesser, Gitarre und Schere. Welchen Koffer möchtest du? Mit der Nummer 19 einfach. 19 weitermachen? Okay. Dann schauen wir mal, ob das richtig rum ist. So. Die dazugehörige sechsstellige Zahl war 76 91 29 500 7744 76 76 91 76 877. 8? Ja, dicke Finger. 877. Was ist drin? Eine Gabel. Eine Trompete und eine Flasche. Gabel, Trompete, Flasche. Koffer Nummer 2.
Drei hast du noch. Welcher darf sein? Würde ich mit der Nummer 9 weitermachen. 9? Mhm. Genau, die dazugehörige sechsstellige Zahl war die 4956616704 müsste die Wurzel sein. 7 0 4. Da ist er. Und in diesem Koffer ist ein Hirsch, Bananen und eine Teekanne. Hirsch, Bananen, Teekanne. Zwei hast du noch. Würde ich mit der 12 weitermachen. Die 12? Mhm. Die dazugehörige sechsstellige Zahl war die 4928 04 4928 702. Müsste die Wurzel sein. 702. So. Da ist die 2. So, ich glaube, das ist jetzt richtig eingestellt. 702, sagst du? Wirklich beeindruckend. Was ist drin? Ein Nudelholz, ein Kehrblech und ein Flugzeug. Nudelholz, Kehrblech und Flugzeug. Nummer 4. Die dazugehörige sechsstellige Zahl war die 337561. 581. Die Wurzel daraus ist die 581. Acht, eins. Und? Geht auf. So, Johannes. Noch einmal drei Gegenstände. Ein Schloss. Ein Flaschenöffner. Also Schloss, Flaschenöffner, und ein Karabiner müsste es sein. Schloss, Flaschenöffner, Karabinerhaken. Noch nicht applaudieren. Ich hoffe es. Du hoffst es? Ja. Oder du weißt es? Ich glaube, ich weiß es, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Soll ich den aufmachen? Bitte. Du darfst keinen Fehler machen. Schloss, Flaschenöffner, Karabinerhaken! Ja. Mein lieber Johannes! Da ist jemand erleichtert! Oh. Oh, guck mal! Vielen Dank! Und das Publikum ist ebenfalls begeistert. Das hast du dir auch wirklich verdient. Vielen Dank! Dankeschön!
Bitte nimm Platz auf dem Sofa. Danke dir, Johannes. Dankeschön. Danke. Danke. Super gemacht. Danke. Und dann geht er nochmal zu seinen Freunden richtig so. Und ich freue mich jetzt, meine Damen und Herren, ganz besonders darauf, mit Ihnen, der Christiane, beim Tennisspielen zuzuschauen. Und das kann sie wirklich richtig mies, wollte ich damit sagen. Aber darum ging es auch gar nicht, weil du wolltest ja nicht Tennis spielen, sondern du wolltest eine junge, richtig coole Dame treffen. Und zwar die Sarah. In Berlin gibt es ganz großes Tennis. Ich bin Sarah, ich bin 10 Jahre alt und ich habe immer ein Ass im Ärmel. Ich interessiere mich für Tennis seit 4 Jahren. Ich trainiere 3-mal die Woche und so eine Stunde 30. Gemeinsam mit Mama Katja und Papa Lars wird vor allem eins immer geschaut. Das bedeutendste Tennisturnier der Welt. Wimbledon. Ich finde an Wimbledon ganz cool, dass es auf Rasen ist und sozusagen das Hauptturnier ist. Sarah liebt Tennis einfach über alles. Vor allem weiß sie jedes Detail über Wimbledon, kennt sogar die Endergebnisse der Finalspiele. Sarahs Eltern staunen oft nicht schlecht über die Talente ihrer Tochter. Das haben wir schnell festgestellt in der Schule, beim Gedichte auswendig lernen. Das ging ratzfatz und da hat man es dann schon gemerkt, dass ein gutes Gedächtnis hat, besser als wir. Ja, ja. Ja, die hat sich bei den Gedichten, das hat sie dann 2-mal durchgelesen, dann konnte sie das. Und ich dachte mal so, also, was stimmt da nicht? Bum Bum Sarah lebt in der Hauptstadt Berlin. Und noch weiß sie nicht, dass ich sie gleich herausfordere. Hallo, ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Ich bin Christiane. Hallo, ich bin Sarah. Hallo, freut mich sehr. Hast du Lust auf ein kleines Spielchen mit ja, dir? Ja, gerne. Super, dann packe ich den Schläger aus und dann legen wir los. Okay. Adieu, liebe Ball. Und schon wieder. Spiel, Satz und Sieg für Sarah. Oh mein Gott, du spielst ja so super Tennis. Aber du bist ja nicht nur so toll im Tennis, sondern du weißt ja auch eine ganze Menge. Und da habe ich natürlich jetzt noch eine kleine Aufgabe für dich. Und zwar möchte ich von dir wissen, wer denn 1991 Wimbledon gewonnen hat, bei den Männern. Das war ein deutsches Duell, da hat Michael Stich gewonnen gegen Boris Becker in 3 Sätzen 6-4, 7-6, 6-4. Du bist ja der Wahnsinn. Ich sehe schon, du bist fit für die Sendung. Ich bin definitiv nicht fit fürs Tennis und ich brauche jetzt eine Pause. Auch zu Hause dreht sich bei Sarah fast alles rund um den gelben Ball. Das ist aber richtig schön bunt. Ja. Meine Güte. Und ich sehe schon das Bild. Ja. Von Sabine. Tennisprofi Sabine Lisicki ist Sarahs großes Vorbild. Wie war das, sie zu treffen? Das war schon sehr aufregend. Hast du auch ein Lieblingskuscheltier? Ja, mein Lieblingskuscheltier ist Hasi. Den habe ich auch zur Geburt bekommen und das ist auch mein treuer Begleiter und Glücksbringer. Und ich sehe hier direkt deine Pokale auch, oder? Ja, der Pokal kommt von meinem ehemaligen Verein Alemannia. Hier wurde ich erster Platz Nebenrunde. Und der große Pokal? Da habe ich das Turnier gewonnen. Ja, Wahnsinn. Du wirst das auf jeden Fall rocken, oder? Ja. Super, dann ich drücke dir alle Daumen und ganz, ganz viel Spaß. Wir hoffen, dass Sarah beim Superhören ihre Aufgabe gut schaffen wird und weit kommen wird. Ich werde Deutschland Superhören, weil ich die Erwachsene mit Köpfchen vom Platz fege. Und hier ist sie, die wahrscheinlich jüngste Tennisexpertin der Welt. Wir freuen uns sehr auf Sarah. This girl is on fire. Hallo Sarah. Oh, oh. Möchte ich abnehmen? Herzlich hin, Sarah. Ich finde das großartig. Du überlässt nichts dem Zufall heute Abend. Du hast deine Glücksbringer mitgebracht. Hasi kennen wir ja. Und wer sind die beiden Hübschen? Das sind Hope und Winter. Und die nimmst du immer mit, damit genau. Die auf dich aufpassen. Ja, du bist ja nicht nur ein Fan vom Tennis, sondern auch von einer ganz bestimmten Spielerin. Wer ist das? Das ist Sabine Lisicki. Was findest du denn an Sabine Lisicki so toll? Dass sie den Weltrekord mit dem schnellsten Aufschlag hält oder dass sie so viele Asse in einem Spiel schafft. Du bist so cool, das finde ich so wahnsinnig, Christiane. Die junge Dame ist 10 Jahre und sitzt hier und erzählt einen frei von der Leber. Bist du ein bisschen aufgeregt? Ja. Ganz klein bisschen. Wollen wir einfach mal anfangen? Ja, ne? Aber du hast ja deine Glücksbringer dabei. Aber wir haben ja nicht nur Hasi und Hope und Winter, sondern wir haben noch eine andere Person, die dir ganz, ganz fest die Daumen heute drückt.
Hallo, liebe Sarah, ich bin Sabine Lisicki. Ich bin sehr beeindruckt von der Aufgabe, der du dich gleich bei Deutschland Superhirn stellen wirst. Dafür drücke ich dir schon mal ganz fest die Daumen. Solange du weißt, wann ich im Wimbledon-Finale stand, kann nichts schiefgehen. Also, toi, toi, toi. Das war cool, ne? Hat sie extra für dich gemacht. Wirklich. Wir haben sie gefragt, hat sie gesagt, logisch, für die Sarah mache ich das. Komm mit. Nimm hier einmal Platz. Wo soll ich Hope und Winter hin tun? Direkt neben dich? Genau. Okay, und du nimmst Hasi auf den Schoß? Ja. Wir haben eine ganz tolle Aufgabe, die du gleich bewerkstelligen möchtest. Ich erkläre mal ganz kurz, was du da gleich Großartiges vorhast. In diesen 52 Dosen vor uns verstecken sich 26 Damen- und Herrenfinals von Wimbledon seit 1990. Ich greife mir gleich 5 davon, hole einen Ball raus und dann steht eine Jahreszahl und ein D für? Damen. Und ein H für? Herren. Und dann sind wir gespannt, ob du alle Daten auch drauf hast. Wird sie, Deutschlands Superhirn, Sarah Kramarz, behauptet, ich kenne alle Wimbledon-Finalspiele der letzten 25 Jahre und sie ist erst 10, denken Sie dran. Und das sind die Regeln. Sarah muss 5 Wimbledon-Finalspiele richtig wiedergeben, muss mir dann Sieger, Gegner, Nationalitäten und die Endergebnisse benennen. Du darfst ein Spiel schieben, aber du darfst keinen Fehler machen. Soll ich einfach mal starten? Ja. Gut. Was nehme ich denn da? Da ist ein Ball drin. Jahreszahl 1999. Ein H für Herren. Da hat gewonnen Pete Sampras, USA, gegen Andre Agassi, USA, in 3 Sätzen, 6-1, 6-3, 6-2. Was? Wie schnell war das denn? Denk nochmal drüber nach. Bist du dir ganz sicher? Wir gucken nochmal drauf. Ja. Also Herren 1999. 3 Gewinnsätze. Jetzt guck noch mal alles ganz genau an. Prüfen. Ja, ich bin mir sicher. Sind ganz sicher? Ja. Ja? Okay. Wimbledon-Finale 1999 der Herren. Wir schauen uns jetzt mal an, wer da gewonnen hat. Pete Sampras. Wer war der Gegner von Pete Sampras? Andre Agassi aus den USA. Die beiden hast du schon mal richtig. Die Gewinnsätze. 3. Der erste Satz. Oh Mann. Wir lösen weiter auf, wir schauen uns die anderen beiden an. Leider falsch. Was war denn los? Du, warst du dann doch so aufgeregt? Ja. Ja, aber das macht gar nichts. Weißt du was? Du bist ein so tolles Mädchen und dass du dich überhaupt hierher traust mit so einer Aufgabe und dich hier hinsetzt vor so einem Riesenpublikum, vor einem Millionenpublikum, überhaupt auch im Fernsehen, das ist echt absolut beeindruckend. Und dazu muss ich sagen, das gehört ja bei einer Fernsehsendung dazu, dass man im Vorwege alles probt, ne? Und du hast in der Probe alles durchgerockt. Aber immer bis auf das letzte Ergebnis. Das war so toll. Das ist dein Applaus. Und nochmal alle drehen durch im Studio, bitte. Ja? Komm mal mit. Guck mal, da sind Mama und Papa. Da gehen wir einmal hin. Komm mal her. Oh. Sarah, du brauchst nicht zu gucken. Hör nur mal ganz kurz, weil ich habe eine Überraschung für dich. Hör mal zu und guck vielleicht mal da hinten hin.
Liebe Sarah, eine ganz wichtige Sache habe ich noch vergessen. Ich möchte dich, deine Eltern und natürlich deine Omi zu einem meiner nächsten Spiele einladen, damit wir ein neues Foto machen können. Ich freue mich drauf. Guck mal, da bekommst du noch mal, da steht alles offiziell drin. Das ist guck mal, die beiden gebe ich euch auch direkt. Sei stolz drauf. Ich hätte mir das nicht getraut mit 10 Jahren. Unser nächster Gast ist auch jemand, der hat ganz viel Spaß an dem, was er macht. Im Gegensatz zu mir damals in der Schule, er liebt Mathe und Rechenaufgaben und er kommt aus England. Hier ist Robert Fountain. Auf geht's ins Vereinigte Königreich. Auf der Insel lebt ein echtes Superbrain. I'm Robert Fountain, I'm 46 years of age and I'm a human computer. Robert ist in der Lage, mit riesigen Zahlen zu rechnen, bis zu unglaublichen 1000 Stellen. Als ich 11 war, sah ich einen Holländer im Fernsehen. Wim Klein. Zu seiner Zeit war er wohl der beste Kopfrechner der Welt. Das hat mich so beeindruckt. Da habe ich gesagt, ich will mein Leben dem Kopfrechnen widmen. Aber Robert löst nicht nur Zahlenrätsel. Der Kultdetektiv Sherlock Holmes fasziniert den wandelnden Taschenrechner wie das Kopfrechnen schon seit seiner Kindheit. Ich möchte Robert unbedingt kennenlernen. Mr. Holmes, or may I call you Robert? Dr. Watson. Yes. Or may I call you Stephen? Yes, please. Very nice to meet you. Pleasure. Robert kommt aus Derby in Mittelengland, aber London ist seine Lieblingsstadt. Die Stadt, in der auch sein Idol Sherlock Holmes fast alle seine Fälle gelöst hat. Was fasziniert dich so an ihm? Ich erkenne mich in ihm wieder. Ich bin zwar nicht annähernd so intelligent, aber ich denke, wir haben ähnliche Interessen. Ihn faszinierte Kriminalität, mich faszinieren Zahlen und Rechnen. Wie sieht denn so dein Alltag aus? Wie startest du in den Tag? Also, ich rechne nicht vor 19 Uhr. Warum? Nun, ich habe einen Job zu erledigen und befinde mich ständig in Kontakt mit anderen Leuten. Wenn ich rechne, bin ich von der Außenwelt abgeschottet und sehr in mich gekehrt. Kein Witz, der Nuklearphysiker rechnet am liebsten bei deutscher Musik. Es muss allerdings Kraftwerk sein. Kraftwerk ist in der Tat meine Lieblingsband. Und mein Lieblingssong ist Numbers. Ich höre den Song zur Entspannung und während ich rechne. Dann aber leise. Die Aufgabe, die ich versuchen werde zu lösen, besteht darin, die 113. Wurzel aus einer 1000-stelligen Zahl zu ziehen. Da stellen Sie sich natürlich genauso wie ich die Frage, wie soll das gehen? Aber vor allen Dingen, wie sieht eine 1000-stellige Zahl aus? Eine Aufgabe in dieser Größenordnung wurde sicher noch nie vor einem TV-Publikum gelöst. Unglaublich. Also, so sehen 1000 Stellen aus. Robert, weißt du was? Du kannst das hier schon mal mitnehmen und zu Hause üben. Wir sehen uns dann in der Show. I will see you at Deutschland Super. Bye, Sherlock. Viel Glück, Robert. Ich würde Deutschland Super hören, weil ich schneller bin als ein Taschenrechner. Meine Damen und Herren, und hier ist er, der lebende Taschenrechner Robert Fountain. Hallo Robert. Hi. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, schauen Sie sich diesen Mann mal ganz genau an. Ich finde ja, er sieht aus wie Sherlock Holmes oder wie Benedict Cumberbatch, oder? Sherlock, auf jeden Fall. Und ich finde, er hört sich auch so an. Also das ist eine frappierende Ähnlichkeit. Und er ist ja auch so, Sie sind ja auch ein kleiner Sherlock. Ja, aber das war ein Kompliment. Du kannst emotionsmäßig jetzt total aus dir rauskommen. Okay, thank you. Gut, ja, vielen Dank. Was wir gleich erleben, meine Damen und Herren, das ist unglaublich und das hat es im Fernsehen so auch noch nie gegeben. Es geht um eine 1000-stellige Zahl. Die ersten 500 Ziffern geben wir dir auf dein Ohr sozusagen oder auf deine Ohren und zwar auf Deutsch. Und die zweiten wirst du dann erst auf diesem Riesenbildschirm sehen. Du sprichst aber gar kein Deutsch. Warum denn auf Deutsch?
Ich glaube, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Wenn ich hier in Deutschland Superhirn auf der Bühne bin, dann kann ich ja wenigstens ein bisschen Deutsch sprechen. Ich schäme mich ein bisschen dafür, dass ich gar kein Deutsch spreche. Also das Mindeste, was ich tun kann, ist die Zahl von 0 bis 9 lernen. Ein Englishman in Cologne. Das finde ich sehr löblich von dir. Robert, komm bitte einmal mit mir mit. Du darfst dich schon einmal ein bisschen akklimatisieren und konzentrieren. Und Sie zu Hause fragen sich genauso wie ich, die 113. Wurzel, was soll das eigentlich sein? Ich versuche mich jetzt mal an einer Erklärung. Wenn man die Wurzel aus 81 zieht, dann landet man, wissen wir alle noch, bei der 9. Das ist die Wurzel, denn 9 mal 9 ergibt logischerweise 81. Die Wurzel aus 9 ist wiederum 3. 3 mal 3 ist 9. Robert rechnet die 113. Wurzel aus und das in einem unfassbaren Tempo. Das heißt, er sucht gleich eine Zahl, die, wenn man sie 112 Mal mit sich selbst mal nimmt, genau die 1000-stellige Zahl ergibt, die er gleich hören und sehen wird. Was, Christiane, kann bei einer solchen Rechenaufgabe schiefgehen? Also ich glaube, Robert geht so vor, dass er erstmal so schätzen muss, in welcher Region es überhaupt sich die Zahl, die wir suchen, befinden könnte. Und dann kann es eben auch sein, weil er von zwei Seiten, von dem Sehen und dem auditiven Teil rechnet, dass es dann einfach nicht passt und dass er immer noch mal nachjustieren muss. Und ich glaube, Roberts größte Herausforderung tatsächlich ist, dass er eine Ziffer vergisst. Denn das hat er mir erzählt, dass es wirklich, dass das Wahrscheinlichste ist, dass er einfach von den 9 Ziffern am Ende eine vergessen wird beim Rechnen. Das wäre ja scheiße. Okay. Er hat die Zahl noch nie gesehen, meine Damen und Herren, sondern die wird jetzt per Zufallsgenerator erstellt. Wird er Deutschlands Superhirn? Robert Fountain behauptet, ich kann aus einer 1000-stelligen Zahl, von der ich 500 Stellen sehe und gleichzeitig 500 Stellen höre, die 113. Wurzel ziehen. Und das sind die Regeln. Robert muss die 1000-stellige Zahl im Kopf zusammensetzen, muss die 113. Wurzel aus der 1000-stelligen Zahl ziehen und er hat nur einen einzigen Lösungsversuch. Jetzt erscheint die zweite Hälfte der Riesenzahl auf der Wand und die erste Hälfte wird Robert nur hören. Für die ersten Ziffern stehen deshalb die X auf der Wand und das Besondere daran ist, er macht es gleich auf Deutsch und ab der Mitte wird die Stimme noch schneller. Sobald er das Ergebnis hat, wird er es sofort sagen. Deutschlands Superhirn Robert Fountain. Viel Glück, Robert. Du gibst uns ein Signal und dann geht es los mit den Zahlen. Are you ready, Mr. Fountain? Okay. 8, 3, 2, 4, 7, 5, 3, 6, so, 6, 5, den Anfang 6, haben 0, wir noch gehört. 1, 8, 5, 3, 4, 2, 7, 4, 9, 5, 6, und dann 9, können wir nur noch staunen, 0, wenn wir diese 2, 0, unglaublichen 5, Zahlenwald sehen. 6, 5, 5, 8, 9, 7, 2, 5, 4, 6, 0, aber jetzt ist der 1, Nuklearphysiker 3, natürlich 6, voll konzentriert 7, auf diese 3, unglaubliche 8, Aufgabe. 2, 7, 3, wir haben das lange Band 7, der Ziffern gesehen. 7, wenn 1, wir jeden, 2, jede einzelne 8, Ziffer 1 cm breit 8, schreiben würden, 0, dann wären das 7, 10 Meter. 1, 7, 0, ich habe Robert Fountain gefragt, 1, wie könnte man denn so eine Zahl 0, nennen oder wie heißt 0, sie denn? Eine 3, 1 mit 999 3, Nullen. 2, da gesagt, also da gibt es jetzt, glaube ich, keinen 0, Namen mehr oder wenn, 0, dann wäre der höchst 7, kompliziert. Wir 0, haben uns jetzt 3, auf eine 5, Robert Tilliarde 4, 5, geeinigt. 7, 4, 5, 3, 5, 6, 6, 3, 8, 4, 7, 8, 7, 4, 5, 3, 5, 6, 6, das Tempo 3, ist jetzt nochmal gesteigert 4, worden. 7, 8, 2, 1, 9, er hat ein Buch geschrieben, 0, 8, The Mental Calculator's Handbook, also 7, 3, das Handbuch des 6, Kopfrechners. 7, 5, 9, 3, er schreibt 8, eine 3, Biografie 0, über eine 8, Legende 7, 2, des Kopfrechnens, 9, Willy the Wizard, 4, der fast 7, 90 geworden ist in den 5, USA. Den hat er noch einmal getroffen. 0, 7, 8, 1, 6,
So langsam kommt er auf die Zielgerade. 4, 6, 7, 2, 5, 7, 5, 2, 8, 9, 8, 1, 1, 0. Ziehen Sie die 113. Wurzel aus der tausendstelligen Zahl jetzt. Okay. The solution. 7, 0, 6, 0, 7, 8, 2, 6, 7. Du bist dir sicher? Ja. Soll ich es nochmal nachrechnen? Please. Okay. Also, die erste Ziffer ist C7. Stimmt das? Richtig. Zweite Ziffer, die 0. Yay. Die dritte. Yeah. Die 6. Nummer 4. Richtig. Nummer 5. Warst du dir denn unsicher beim Rechnen? Gab es da irgendwann einen Knick? That point there. Ja, an dem Punkt. Ja? Ach, die 8 warst du dir nicht sicher? Das ist die Nummer 8, ja. Okay, wir checken mal, ob das richtig ist. Oh. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ist es die 2? Und die vorletzte, die 6. Die letzte Zahl. Das Ergebnis ist korrekt. Ja! Bitte, Robert, nimm Platz auf unserer Kandidaten-Couch. Unsere nächste und letzte Kandidatin für heute Abend hat vor Jahren Deutschlands Superhirn im Fernsehen gesehen und das hat ihr Leben komplett verändert. Hier ist Melanie Höllein. Sie ist ein echter Shootingstar der Superhirn-Szene. Mein Name ist Melanie Höllein, ich bin 21 Jahre alt und komme aus Coburg. Die 21-Jährige saß vor 4 Jahren noch selbst vor dem Fernseher und staunte über die außergewöhnlichen Fähigkeiten der Superhirn-Kandidaten. Vor allem über den Gewinner Boris Konrad, der sich in kurzer Zeit extrem viele Zahlen gemerkt hat. Ich war davon einfach total fasziniert, wie das möglich ist, wie man sich denn was merken kann und habe dann mir die Technik eben angeeignet und nach hat sich das dann so ergeben gehabt, dass ich dann auch angefangen habe, mir mal Zahlen anzuschauen, wie man sich die merkt, ein Kartenspiel. Heute hält Melanie den Frauenweltrekord im Gedächtnissport mit 444 gemerkten abstrakten Bildern in nur 15 Minuten. Diese Superhirn-Newcomerin muss ich kennenlernen. Auf geht's in schöne Bayern. Gehen wir mal rein. Hallo. Die Melanie. Moin. Hallo, Steven. Freut mich. Was sind das für Pokale? Das sind alles Pokale von Gedächtnismeisterschaften. Da kommen noch ein paar dazu. Hoffe ich doch. Irgendwann steht die Stube voll. Was sehe ich denn da? Pokale hier an der Seite und vor allen Dingen Fußball. Genau. Das ist deine Mannschaft? Ja. Wer bist denn du? Ja, ich bin hier. Das bist du? Ja. Eine kleine Thomas Hessler. Bist du rechts oder linksfuß? Rechtsfuß. Rechtsfuß. Ja. Ich bin linksfuß. Eigentlich beidseitig. Sag ich jetzt mal so.
Melanie hat nicht nur Füßchen, sondern vor allem Köpfchen. Ihre Erfolge können ihre Eltern bis heute noch gar nicht so richtig fassen. Von wem hat Melanie denn das Talent zum Gedächtnissport? Haben Sie denn das sozusagen weitergegeben an Ihre Tochter? Nein. Oder? Mit Gedächtnis habe ich da noch nie was gehabt. Nee. Und ich begnüge mich damit, dass ich das alles als Entfernung anschaue. Aber das Vergessen ist ja auch eine schöne Sache, die man sich auch erhalten sollte. Man muss sich ja nicht alles merken. Ja. Jetzt kommt eine ganz ehrliche Frage, die muss auch ehrlich beantwortet werden. Kann Ihre Tochter denn gut verlieren? Sie ist jetzt schon viel gelassener. Also früher war sie da noch schlimmer. Man hat es gemerkt. Man hat es gemerkt. Wenn ich verliere, bin ich enttäuscht erstmal darüber. Okay. Aber ich weiß, es gibt eine neue Chance. Mir kann das wieder erreichen. Und dann nutze ich die neue Chance und werde es besser machen. Viel Glück, Melanie. Ich werde Deutschlands Superhirn, weil ich eine Powerfrau mit Köpfchen bin. Und weil sie natürlich auch eine Aufgabe meistern will mit Köpfchen und mit ganz viel Power. Herzlich willkommen, hier ist Melanie Höllein. Das war schön. Danke dir, Melanie, für diese kleine Tanzanlage. Schön, dass du da bist. Das ist ja nicht dein erster Auftritt beim Fernsehen, sondern du hast irgendwann gesagt, 80 Millionen Deutsche reichen mir nicht. Ich nehme 1,4 Milliarden Chinesen. Da warst du. Genau. Wie war ich das? Ich war im Januar in Nanjing und war dort in der Superhirn-Show und es war einfach unglaublich dort. Du reist ja nicht nur zum Vergnügen und um dir sowas anzuschauen, sondern auf der anderen Seite auch, weil du das für deine Technik brauchst. Ne? Was ist das für eine Technik? Beschreib das nochmal. Und zwar zum Merken verwende ich eine Routentechnik, also eine Routenmethode. Das habe ich aus China, aus Spanien, aus England, in London, habe ich mir Routen aufgeschrieben und auf diese Routen lege ich dann Informationen ab, die ich mir merke. Christiane, worauf sollten wir bei dieser Aufgabe ganz besonders achten, was Melanie da macht? Also es sind ja jetzt unfassbar viele Informationen, die sich Melanie einprägen müssen. Melanie hat eine ganz, ganz tolle Technik, dass sie nämlich die Bilder, die sie sich macht, auch noch mit Gesten unterstützt. Denn es ist auch tatsächlich so, es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man sich so lustige Bilder ausdenkt oder sich auch zum Beispiel noch eine Geste dabei vorstellt, zum Beispiel beim Vokabeln lernen, dann bleiben diese Vokabeln viel, viel länger in Erinnerung. Also mehrere Wochen und man kann sich viel, viel mehr und länger eben merken. Zum Beispiel, ich möchte mir Book auf Englisch merken, dass das eben das Buch ist. Und dann stelle ich mir vor, Book, ich ziehe das Buch aus dem Bücherregal und schlage es auf. Und wenn ich mir diese Geste einfach ein paar Mal vorstelle, dann bleibt so eine Information eben noch viel besser hängen als nur allein durch das Bild. Was genau hat Melanie also vor? Sie geht gleich gemeinsam mit mir von Haus zu Haus. Du merkst dir die Namen und die Hausnummer. Die Bewohner dieses Hauses stellen sich vor und Melanie merkt sich dann auch noch den Haustürschlüssel an der jeweiligen Tür. Wird sie Deutschlands Superhirn? Melanie Höllein behauptet, ich kann mir eine ganze Nachbarschaft in kürzester Zeit merken. Und das sind die Regeln. Melanie muss sich Bewohner von 20 Häusern mit Namen und Eigenschaften merken, muss die Schlüsselanhänger von jedem Haus kennen, muss diese Informationen zu 5 Häusern dann am Ende richtig benennen. Sie darf einen Schlüsselanhänger nachher schieben, aber keinen Fehler machen. Bist du bereit? Ja. Haus Nummer 1. So, jetzt kann also die Fantasie Purzelbäume schlagen. Sie können sich selbst ihre Geschichten ausdenken oder sich auch überlegen, wenn Sie dazu die Gesten sehen von Melanie, was sie sich dazu ausdenkt. Wir heißen Fuchs und arbeiten als Table-Dancerin. Haus Nummer 2. Ich bin Frau Kaiser und ich liebe das Oktoberfest. Also, das hat schon pantomimische Elemente. Das sieht mir sehr nach der Kuhglocke aus.
Haus Nummer 3. Mein Name ist Roth und ich arbeite als Hundetrainerin. Ein Hund, eine Frau, ein Schlüssel macht Haus Nummer 3. Jeder kann sich hier seine eigene Geschichte zusammenschreiben, wenn er möchte, aber Melanie kann nicht schreiben, die kann nur speichern. Da haben wir einen Kompass. Haus Nummer 4. Wir sind Familie Berger und haben unser eigenes Tattoo-Studio. Also das ist schon sehr vielfältig. Table Dancer, Tattoo-Studio. Haus Nummer 5. Wir sind Familie Martin und sind Fußballfans. Sieht doch sehr verdächtig nach Borussia Dortmund aus. Eindeutig sogar. Melanie hat ja viele, viele Routen, während wir uns hier merken beim Haus Nummer 5. Kommen wir zu Haus Nummer 6. Eine Ampel. Hiller, mein Name. Ich arbeite in der IT-Branche. Nochmal sei es gesagt, 5 aus 20 muss sie nachher fehlerfrei benennen. Nummer 7. Wir sind Familie Stein, wir haben heute geheiratet. Also, haben Sie sich noch gemerkt, liebe Zuschauer, was Sie sich merken müssen? Die Hausnummer, den Namen und das Besondere, der Beruf, das Faible, das Hobby. Haus Nummer 8. Wir sind Familie Peters und wir lieben den Luxus. Schlüssel Nummer 8, das Bärchen. Schlüssel Nummer 7, die Bürste. Haus Nummer 9. Kühn, mein Name. Ich bin Nonne und arbeite hier in der Gemeinde. Hier muss es ums reine Memorieren gehen. Man darf sich gar nicht ablenken lassen von Inhalten oder von besonderen optischen Reizen. Haus Nummer 10. Wir sind Familie Schröder und wir sind riesige New York-Fans. Der gehört zu Haus Nummer 10 und damit haben wir Halbzeit. Haus Nummer 11. Wir sind Familie Lange und lieben den Karneval und Fasching. Also schöne Geschichten, die nicht das Leben schreibt, sondern die alle natürlich von uns frei erfunden worden sind. Hier haben wir die Eule. Und natürlich hat sie in den Proben ganz andere Geschichten und Statisten vorgesetzt bekommen. Haus Nummer 12. Kunze, mein Name. Ich bin professioneller Bodybuilder. Nicht ablenken lassen. Aber Melanie ist eh im Tunnel. Haus Nummer 13. Das Dutzend ist voll. Wir sind die Sieberts und wir starten heute in den Urlaub. Das ist die Geige in Silber. Auf der Position 13. In der bunten Nummer 14. Bunten, vielfältigen, wilden Nachbarschaft. Wir sind die Dietrichs, wir tauchen gerne. Also gerade jetzt zwei Urlaubsthemen nebeneinander. Der Schlüssel, der Dietrich. Hoffentlich verwirrt sie das jetzt nicht. Wir machen weiter mit Haus Nummer 15.
Wir sind die Familie Ernst und wir betreiben ein eigenes Restaurant. Nicht vergessen, 2013 erst hat sie angefangen mit dem Gedächtnissport. Und schon Mannschaftsweltmeisterin mit dem deutschen Team geworden. Jetzt aber ist sie auf sich allein gestellt. Haus Nummer 16. Wir sind die Lehmanns und wir gehen gerne shoppen. Shoppen scheint was mit Greifen zu tun zu haben. Ran ans Regal. Nummer 17. Wir sind die Familie Pohl und wir lieben die See. Steven Gätchen, der Hamburger, wird das kennen. Kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung. Die Pohls auf hoher See. Mit den Anker am Schlüssel. Haus Nummer 18. Wir sind Familie Krause und spielen sehr gerne Tennis. Einmal Vorhand mit rechts, einmal Vorhand mit links. Da wird wieder verknotet. Nummer 19. Wir sind Familie Franken und wir züchten Katzen. Hoffentlich verwirrt sie das jetzt nicht, weil die Familie heißt nun eindeutig Franke. Es wäre natürlich schade, wenn sie dadurch einen Buchstaben aus der Kurve getragen wird, aber davon wollen wir mal nicht ausgehen. Da ist sie, die Miezekatze. Und Nummer 20. Wir sind Familie Hermann und wir arbeiten im gleichen Krankenhaus. Die Nummer 20, die Hermanns, das gleiche Krankenhaus und ein Stern. Vielleicht der Glücksstern für Melanie Höllein. Jetzt, Melanie, gehen wir noch mal vor das Schlüsselbrett. Und du hast ein bisschen Zeit, dich noch mal voll zu konzentrieren auf das, was da ist. Und dann geht es los. Alles noch mal abfragen. 5 aus 20 muss sie fehlerfrei benennen. Melanie konzentriert sich jetzt noch mal ein bisschen und wir bringen unser Schlüsselboard ein bisschen durcheinander. Tja, da haben wir den Schlüsselsalat. Wir ziehen jetzt 5 Schlüssel und hängen die hier ans Schlüsselbrett. Mhm. Greif einfach mal wahllos rein. Du bist gut durchgemischt, ja? Ja, sehr gut durchgemischt. Ja, die nehmen wir mal. Okay. Also nochmal. 20 Hausnummern, 20 Schlüsselanhänger, 20 Familien und 20 Jobs oder Hobbys. Wunderbar. So, das gebe ich dir, Christiane. Mhm. Melanie, ich brauche von dir Namen, Hausnummer und Tätigkeit. Familie, Frau, Mann, ist mir völlig egal. Das ist das, was zählt. Fangen wir jetzt mit dem ersten Jahr an. Okay. Der Name ist Berger. Sie haben ein Tattoo-Studio. Das müsste Haustür Nummer 4 gewesen sein. Haustür Nummer 4, Berger Tattoo-Studio. Ja. Ja? Ja. Tür geht auf. Ja, wir sind Familie Berger und haben ein eigenes Tattoo-Studio. Alles richtig. Weiter geht's, Melanie.
Okay. Was war denn jetzt der Name? Krause? Sie spielen gerne Tennis? Und Hausnummer? Das war Haustür Nummer 18. Ja, wir sind Familie Krause und spielen sehr gerne Tennis. Vielen Dank. Das nächste, das Schaf. Der Name dazu. War kühn. Es ist eine Nonne, die gerne in die Gemeinde geht. Und Haustür. Haustür Nummer 9. Haustür Nummer 9. Eine Nonne namens Kühn. Ob jemand zu Hause ist. Tür geht. Kühn, mein Name. Ich arbeite in der Gemeinde als Diener. Sehr gut. Danke Ihnen. Noch zwei. Die Ampel. Der Name ist Martin. Alle waren in einem Fußballtrikot. Es müsste Dortmund gewesen sein. Von daher sind sie alle Fußballfans. Ich glaube, das war Haustür Nummer 5. Haustür Nummer 5, Fußballfans. Ja, wir sind die Familie Martin und sind Fußballfans. Das sieht man. Danke. Einen brauchen wir noch. Sie lieben den Luxus. Den Namen muss ich noch mal überlegen. Der Name war Peters und Haustür, die Nummer ist 13, 14. Es müsste die Haustür Nummer 8 gewesen sein. Haus Nummer 8. Und? Was denkst du? Ich habe ein gutes Gefühl, glaube ich. Du hast ein gutes Gefühl? Ich hoffe es einfach. Okay, ganz dann sicher bin ich mir nicht, aber ich hoffe es passt. Guck mal, hören wir mal. Die Tür geht auf. Und da sind sie! Wir sind Familie Peters und wir lieben den Luxus. Ja. Großartig! Vielen Dank, Melanie! Toll! Komm her, auch einmal von mir. Toll! Guck mal, der Papa, der zeigt Daumen hoch. Ja? Und ein bisschen die Pumpe gegangen gerade. Daumen gedrückt und Schweiß, alles gut. Sie hat es geschafft. Melanie, ganz toll. Wahnsinnsleistung, was du da gerade wieder vollbracht hast. Du darfst bitte Platz nehmen auf unserem Kandidatensofa. Ach. Wirklich beeindruckend, was wir heute Abend hier für unfassbare Gehirnleistungen erlebt haben. Und jetzt geht es
um die Wurst sozusagen, um eine Wurst im Werte von 25.000 Euro und den Titel Deutschlands Superhirn. Unser Publikum natürlich ohne Familie und Freunde dürfen jetzt abstimmen, wer sie heute Abend am meisten umgehauen und begeistert hat. Dafür nehmen Sie bitte Ihr Abstimmungsgerät in die Hand. Und hier sind nochmal die Kandidaten, die ihre Aufgabe bewältigen konnten, im Schnelldurchlauf. Die Oper mit der Funktion zum Stummschalten, eine Erfindung von Fabienne Hesse. Sie konnte sämtliche Arien an den Lippen ablesen und hat die Nummer 1. Johannes Zoo ist das Superhirn vom Sicherheitscheck. Wir sind Bodenpersonal. Er ist Überflieger und hat die Nummer 2. Robert Fountain, der lebende Taschenrechner mit der 1000-stelligen Zahl. Sie müssen sich nur eine Ziffer merken, nämlich die 4. Melanie Höllein war Klinkenputzen und hat 50 Menschen kennengelernt, die sie jetzt ganz tief in ihrem Frontallappen trägt. Ihre Nummer ist die 5. 500 Gäste ohne Familien und Freunde dürfen jetzt abstimmen. Also bitte das Abstimmungsgerät in Ihre Hand nehmen. Es geht um 25.000 Euro und den Titel Deutschlands Superhirn. Wir geben Ihnen jetzt einen 10 Sekunden Countdown und dann haben wir das Ergebnis. Das Ergebnis steht fest und wir schauen uns ganz kurz mal an, wie das prozentual aussieht mit unserer Balkengrafik. Oho, also ein ziemlich eindeutiges Ergebnis. Sarah, komm doch nochmal zu mir. Magst du nochmal zu mir kommen? Ja, komm. Du bist meine Siegerin der Herzen. Meine absolute Favoritin heute Abend bist du auf jeden Fall. Du bleibst bei Christian und mir. Wir schauen uns jetzt mal an, wer auf Platz 4 und 3 gelandet ist und schauen uns das nochmal mit den Prozentzahlen an. Also 3,5%, 6,2, 28, 6 und für den Sieger oder die Siegerin 61,8. Und hier ist Platz 4. Fabienne! Ach, yeah. Aber toll. Ja. Danke nochmal. Eine Leistung, die wirklich beeindruckend war. Fandst du auch, ne? Was sie da gemacht hat. Kommen wir zu Platz Nummer 3. Melanie, auch dir danke nochmal. Ganz toll. Super. Gut, und ich stelle mich jetzt mal zwischen die beiden Herren. Zwei Superbrains. Wer von euch beiden hat es geschafft? 28,6% und auf der anderen Seite 61,8. 25.000 Euro und der Titel Deutschland Superhirn geht an. Johannes! Herzlichen Glückwunsch! Da ist er! Vielen Dank, Robert. Und da gibt's noch mal ein bisschen Konfetti und Lametta. Und die großartige Sarah, meine Siegerin der Herzen. Meine Damen und Herren, das war Deutschlands Superhirn. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind wieder dabei, wenn wir im Herbst zurückkommen. Alles Gute bis dahin, einen wunderschönen Abend und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja?